Bauer kam nach Deutschland zurück aus dem langen Exil in Schweden und Dänemark und sagte, die Weimarer Republik ist zugrunde gegangen, weil es zu wenig Demokraten gab. Ich möchte, dass es mehr Demokraten gibt und daran mitarbeiten. Das war seine Angst, seine Erfahrung. Er war ja einer der jüngsten gewesen, Juristen, als Richter vor 33. Ja, ja. Und sah da einen Neuanfang, dass es zu wenig Demokraten gab. Und das auf der anderen Seite, es kam auf einzelne Leute mehr an in den 50er, 60ern, als wir uns das heute vorstellen. Naja, also die Juristerei war zur damaligen Zeit wirklich eine braune Wüste. Es gab kaum Juristen, die nicht konservativ waren. Mhm. Sozialisten, die konnte man wirklich mit der Hand und Demokraten suchen, an einer Hand abzählen. Und Schumacher hat Fritz Bauer damals ja hergeholt, er kannte ihn ja aus Stuttgart, mhm, und hat gesagt, hier, du musst hier in Niedersachsen was machen. Und dann hat er ja durch den Rehmer-Prozess, also seinen Einstieg eigentlich gemacht, den Prozess um diesen Generalmajor Rehmer, der beim Attentat gegen Hitler dann eigentlich auf Goebbels Linie übergeschwenkt war und nachher als Galionsfigur der Sozialistischen Reichspartei, also der Neonazi-Partei, fungierte. Das war sein Einstieg. Das wichtigste Verfahren, das er zunächst in Gang gesetzt hat, war das berühmte sogenannte Rehmer-Verfahren 1952. Damals war er ja noch Generalstaatsanwalt in Braunschweig. Der Rehmer hatte die Widerstandsleute vom 20. Juli als Hoch- und Landesverräter diffamiert. Und Bauer hat dann das Verfahren, das eingestellt werden sollte, an sich gezogen. Bauer hat das Verfahren an sich gezogen, als Generalstaatsanwalt konnte er das. Und hat dieses Verfahren nicht nur betrieben, um Rehmer zu verurteilen, sondern um die Beurteilung des nationalsozialistischen Rechtssystems systematisch so zu gestalten, dass die alten Kategorien gesetzlichen Unrechts, die nach 1945 entstanden waren, wiederhergestellt wurden gegen die Kategorien von nationalsozialistischer Rechtsordnung, die zu akzeptieren sei. Und dafür hat er politisch und juristisch sehr genau strategisch gedacht. Er hat versucht, eine ganz breite Front gegen diese Beleidigung von Rehmer herzustellen, vom damaligen Bundesinnenminister Lehr bis hin zu Angehörigen des Widerstandes wie Anne-Dore Leber oder Gräfin Wartenburg, die Strafantrag gestellt haben. Auch meine Mutter hat, wenn ich mich recht erinnere, Strafantrag gestellt. Und Bauer hat dann diese Kombination verbunden mit einer anderen, nämlich mit einem breiten Spektrum von Gutachten, von Moraltheologen, evangelischen, Iwand und katholischen und auch militärischen Gutachtern, die alle wesentlich darauf hinausliefen zu sagen, dieses System, und so hat es Bauer dann in seinem großen Plädoyer ausgedrückt, dieses System des Nationalsozialismus war gar kein Staat. Das war ein Ungeheuer. Und ein Ungeheuer ist auch gar nicht im juristischen Sinne, so drückt es dann Bauer aus, hochverratsfähig. Deswegen kann man gegenüber einem solchen System sich auch nicht hochverräterisch verhalten. Das ist schon der ganze Bauer. Die Aufklärung, juristische Arbeit auch als Zeitgeschichte, als Durcharbeiten, Aufarbeiten und am Schluss des Rehmer-Plädoyers doch Schiller aus Wilhelm Tell. Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht. Bauer hat, kurz gesagt, in einem feindlichen Terrain operiert. Das war sein Eindruck. Auf das war sein Eindruck. Die Justiz war, wenn man das nun genau durchanalysieren würde, könnte man das im Einzelnen zeigen, durchgehend der Auffassung, dass das nationalsozialistische Rechtssystem zu akzeptieren sei. Es gab wenige, die andere Auffassungen vertraten. Und er hat versucht, da einen Gegenpunkt zu setzen. Er hat zum Zweiten auch versucht, diese Auffassung, dass die Verfahren eigentlich gar nicht mehr durchgeführt werden müssen. Das war die damalige Stimmungslage und Bucher hat die in gewissem Maße nochmal wieder aufgegriffen 1960, dass diese Stimmungslage nicht der Realität der wirklichen Verbrechen und ihrer Ahndbarkeit entspricht. Das hat er aufgegriffen, indem er nicht alle Verbrechen versucht hat zu verfolgen, sondern Pilotverfahren
versucht hat durchzuführen. Da ist das eine große Verfahren, das Verfahren gegen die Euthanasie-Täter, vor allem gegen den Arzt, der die Euthanasie-Aktion wesentlich mitzuverantworten hat, gegen Heide, der unter falschem Namen in Schleswig-Holstein gedeckt von den Spitzen, Teilspitzen der Justiz gearbeitet hat. Das war das Heide-Verfahren. Und das zweite Verfahren, das haben Sie schon genannt, war das Auschwitz-Verfahren, um sozusagen die NS-Führungsklick beim Massenmord habhaft zu machen. Und das dritte große Verfahren, Pilotverfahren, war gegen die Spitzen der Justiz, Generalstaatsanwälte, Oberlandesgerichtspräsidenten, die Euthanasieaktion gedeckt und abgesichert haben als Justizspitzen des Dritten Reiches. Das waren die großen Verfahren und damit hat er versucht, sozusagen die Funktionsweise des NS-Staates in juristische Kategorien zu übersetzen, um ihrer Träger habhaft zu werden. Das war seine große und ich glaube von niemandem so vollzogene und gelungene Tat, die er vollbrachte. Auch dies ist die Welt. Ein früher Stern, den wir als Kinder bewohnen, verteilt an die Brunnen als Inhalt und Regen der Stunden, als Vorrat von heiterer Zeit. Und auch dies ist Musik. Mit einem törichten Ton, immer demselben, einem Lied nachzugehen, das uns ein späteres verspricht. Ingeborg Bachmann. Es gab kaum Prozesse zur Nazizeit, es gab kaum Diskussionen, keine Arbeiten. Das wurde abgelehnt. Soweit, dass Leute, die aus den Lagern, aus KZs kamen, sich ja geschämt haben, darüber zu reden, weil sie gesellschaftlich wieder abgelehnt wurden. Ja, ich bin der Ansicht, da hängen verschiedene Dinge zusammen. Das Verbot der Kommunistischen Partei 56, 57, die absolute Mehrheit der CDU. Man braucht jetzt überhaupt keine Rücksicht zu nehmen mehr. In der Bonner Beamtenschaft unter Globkes Federführung gab es keinen Sozialdemokraten. Das heißt, es war eine konservative Riege, die daran dachte, wir müssen die alten Nazis integrieren. Das war, wir brauchen sie im Kampf gegen den Kommunismus. Und das schaffte eine bundesdeutsche Staatsreligion, der Antikommunismus. Und wer nicht da mitmachte, dann hieß es, geht doch nach drüben. Jede Opposition war in dieser Frontstellung und wenn man überhaupt Politik machte, musste man sagen, wir sind gegen Adenauer, aber wir sind auch gegen Ulbricht. Das heißt, diese Verrenkung, wenn du nicht sagtest, wir sind auch gegen Ulbricht, dann warst du weg vom Fenster. Und es war eine Selbstverständlichkeit für mich jedenfalls und viele meiner Freunde, aber diese ständige Distanzierung ist ja auch eine Hemmschwelle. Und also dieses Feindbild Kommunisten regierte und ich glaube, das hat die damalige Zeit so trübe gemacht. Und wenn man sich genau ansieht, mit welchen Mitteln jetzt das Verbot der Kommunistischen Partei ausgenutzt wurde, um auch die Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei zu diffamieren, dann kann man sehen, wie ein Mann wie Fritz Bauer auch davon getroffen wurde. Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versieht und vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt, ziehen die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus und sie legen im weiten Bogen die Netze aus. Für mich verbindet sich mit Fritz Bauer Reform, demokratische Reform. Ist diese Zeit für Sie ganz weit weg oder? Nein, überhaupt nicht, weil das ja ein Anliegen ist, das eigentlich ewig ist. Das ist nicht zeitgebunden gewesen, damals war es, bevor er kam, noch sehr im Dunkeln und er hat es
zu fördern versucht durch seine Persönlichkeit. Für ihn war ja die Würde auch etwas, was den Strafvollzug bestimmen sollte. War nicht etwas, was dort in die Tasche gesteckt wurde. Sein ganzes Anliegen, er hat ja nie rückwirkend Vergeltung gedacht oder Strafe gedacht. Er hat immer Resozialisierung, Wiedereingliederung gedacht, das heißt humanen Umgang, damit den Menschen wieder eine Chance eröffnet wurde, nachdem er ja stärker als das bis dahin üblich war, doch ausgegangen ist von der sozialpsychologischen Entstehung von Kriminalität. Er hat ja nicht die Kriminalität als etwas ad hoc Wichtiges angesehen oder etwas Gewordenes, was zu tun hat mit den schrecklichen Lebensereignissen im Leben von Menschen, die dann später straffällig wurden. Also auch da von einem tiefen sozialen und demokratischen Verständnis getragen. Und so waren auch seine Versuche, das zu beheben, eben demokratisch und soziale Versuche. Also die Défense Sociale hat das damals ja aufgegriffen und er hat sich dazu gerechnet. Und das war sein Anliegen. Für ihn waren die Straffälligen, wie wir es ja hier in Hessen zum Schrecken aller Anwohner erlebt haben, er war in der Lage, und zwar völlig spontan, Gefangene als meine Kameraden zu bezeichnen. Das hat ja damals fast eine Staatskrise hervorgerufen. Und ihm war das völlig selbstverständlich. Fritz Bauer ließ diese Inschrift an einem Frankfurter Justizgebäude anbringen, den ersten Satz des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann erinnere ich mich, dass ich einmal aus der Laube heraus, die im Hotel war, mit meinem Tagebuch in der Hand zu meiner Mutter ging. Ich war vor ganz kurzem wiederum in Baden-Baden und habe genau den Platz gesucht und ihn wiedergefunden. Ich kenne genau den Quadratmeter, wo meine Mutter saß. Ich ging zu ihr und ich sagte ihr, Mutti, was ist eigentlich Gott? Das war die Frage, die den 6,5, 6,75-Jährigen beschäftigt hat. Und ich weiß ganz genau, und ich sehe es deutlich vor meinen Augen, wie meine Mutter zu mir gesagt hat, das kann ich dir nicht sagen, vielleicht kann ich es dir nie sagen, aber es gibt einen Satz und den merke dir und der gibt dir die Antwort fürs ganze Leben. Und ich habe den Satz eigentlich auch nie vergessen. Er lautete: Was du nicht willst, dass man dir tut, und das füge auch keinem anderen zu. Wenn ich also rückblicke, dann muss ich sagen, dieses Erlebnis, das also wirklich ganz inselhaft aus meinen früheren Erinnerungen auftaucht. Und dieses Wort hat sich so tief in mir eingeprägt, dass es eigentlich zur Richtschnur meines Lebens geworden ist. Später meine berufliche Tätigkeit beeinflusst hat. Sicherlich auch das, was ich politisch tat, sicherlich das, was ich heute denke und zu tun versuche. Wo aber ist einer, um frei zu bleiben sein Leben lang und des Herzens Wunsch allein zu erfüllen? Friedrich Hölderlin. Unter diesen Verhältnissen des Kalten Krieges sollte natürlich manches auch verborgen gehalten werden. Der Tatort lag in Polen. Zu Polen bestanden damals keine diplomatischen Beziehungen. Und es musste also etwas aufgeklärt werden, das in einem Land passiert war, zu dem man gar keine Verbindung hatte.
Nun hatten die Staatsanwälte, die als Sachbearbeiter tätig waren, also die Untergebenen von dem Fritz Bauer, schon einige Vorarbeit geleistet und hatten Kontakt aufgenommen mit polnischen Stellen. Und meine Situation war nun die, ich musste das unbedingt vertiefen. Denn wenn man die Örtlichkeit eines Tatortes nicht kennt und kann sich kein eigenes Bild von den Dingen machen, dann sind natürlich die Ermittlungen ungemein erschwert. Und deshalb war es mein Bestreben, dass ich mir den Tatort Auschwitz auch ansehen wollte. Aber Sie sind nicht offiziell hingefahren, keine Dienstreise. Ich habe dann den Antrag gestellt auf Genehmigung einer Dienstreise. Zunächst über den Antrag gar nichts mehr gehört und habe dann nachgefragt. Und dann wurde mir mitgeteilt, das könnte im Augenblick nicht genehmigt werden. Aber meine Vorstellung war die, ohne einen Augenschein werden die Ermittlungen nicht in das entscheidende Stadium treten können. Und deshalb habe ich dann schließlich vorgeschlagen, ich könnte doch als Privatmann nach Polen reisen und könnte mir den Verbrechensort ansehen. Das stieß zunächst auch auf Skepsis und wie das im Kalten Krieg so üblich war. Es wurden dann sogar süffisante Bemerkungen gemacht. Irgendein Vorgesetzter im Rahmen des Justizbetriebes sagte zu mir, ich sollte ja nicht irgendwelchen Verlockungen erliegen, denn man müsse ja davon ausgehen, dass der polnische Staat an der ganzen Angelegenheit interessiert sei. Und wenn ich als Privatmann dorthin führe und würde also nicht die Kosten einer Dienstreise liquidieren, müsste doch wohl irgendeine andere Stelle für die Kosten aufkommen. Also es wurde ganz unverhüllt gedroht, dass man irgendwelche illegalen Kontakte aufbauen wollte, die nicht geduldet würden. Aber ich habe mich durch diese ganzen Dinge nicht entmutigen lassen. Das hat dann zwar noch einige Monate gedauert, aber schließlich bin ich mit dem Ansinnen doch durchgedrungen. Ja, wir waren an dem Punkt Schuldfrage, ein ganz zentrales Problem für Bauer. Ja. Und der Streit, der damals bewusster, lebendiger war, als wir uns das heute noch vorstellen können. Und dazu hat Bauer sich natürlich öfter geäußert. Ja. Also mir fällt dabei ein Interview ein, das er 1963 dem NDR gegeben hat und was ich als junger Redakteur der Stimme der Gemeinde redigiert habe. Und in diesem Interview sagt er zu der Frage, Schuld in diesem Falle ist einer Täter oder ist einer lediglich Gehilfe. Ganz einfach. Ich persönlich bin der Meinung, die Frage kann wahrscheinlich nur entschieden werden, indem wir die Frage aufwerfen, sind diejenigen, die in Auschwitz waren, dabei gewesen, weil sie selber Nazis waren oder nicht. Es gab ja in Deutschland nicht nur den Nazi Hitler und nicht nur den Nazi Himmler. Es gab Hunderttausende, Millionen anderer, die das, was geschehen ist, nicht durchgeführt haben, weil es befohlen, sondern weil es ihre eigene Weltanschauung war, zu der sie sich aus freien Stücken bekannt haben. Soweit Fritz Bauer in diesem Interview. Und dies hätte bedeutet, dass die gesamte überwiegende Rechtsprechung zu NS-Gewaltverbrechen, vor allem die ganze Rechtsprechung zu den Einsatzgruppentaten, also jener großen Gruppen, die im Rücken der deutschen Armee Mordaktionen in unvorstellbarem Ausmaße durchführten, dass alle diese sogenannten Einsatzgruppentäter tatsächlich als Täter und nicht lediglich als Gehilfen verurteilt worden sind. 90%, das hat eine Untersuchung, die ich seinerzeit hier betreut habe, ergeben, 90% der Einsatzgruppentäter sind lediglich als Gehilfen
verurteilt worden und damit ganz milde bestraft worden. Es gibt Urteile, die sind unfassbar. Zum Beispiel der Stellvertreter von Eichmann in Ungarn, Krumay, ist wegen Beihilfe zum Mord in 500.000 Fällen zu 5 Jahren, in 300.000 Fällen zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Diese Tendenz der Rechtsprechung wollte Fritz Bauer mit seiner klaren Kategorisierung, ist einer Nazi, ist einer Nicht-Nazi, stoppen. Er hat auch Unterstützung erfahren durch den Deutschen Juristentag. Es gibt eine Resolution, die er mit angestoßen hat, genau zu dieser Frage. Aber diese Gegenposition ist nicht wirksam geworden. Die Justiz hat gewissermaßen exkulpierend oder halb exkulpierend judiziert und Bauer ist in dieser Position gewissermaßen von der Justiz besiegt worden. Die Angeklagten lachen. Der Angeklagte grinst den Zeugen an. Die Angeklagten lachen. Zustimmendes Lachen der Angeklagten. Ja, es ist eine andere Zeit. Burger war in Stuttgart und Sie hatten aufgrund der Briefe eines Häftlings den Burger dann noch aufstöbern können oder hatten sich nach Stuttgart gewandt an die Staatsanwaltschaft? Ich habe mich an die Staatsanwaltschaft Stuttgart gewandt mit einer Strafanzeige mit belastenden Aussagen, eindeutig belastenden Aussagen. Das war nicht schwer, weil Burger gewütet hat in Auschwitz und viele ihn gekannt haben. Ich erinnere mich an den Namen von dem Staatsanwalt, weil der mir gut im Gedächtnis geblieben ist. Weber hieß er. Ich habe ihm die Strafanzeige übergeben und habe dann nach einiger Zeit nachgefragt, was ist mit der Strafanzeige. Und ich habe keine Antworten bekommen. Dann bin ich noch einmal Monate später nach Stuttgart gefahren zum Weber und habe gesagt, ist Burger schon verhaftet worden? Sagt er, nein. Sag ich, warum nicht? Zeigt er, so wie Staatsanwälte das üblich haben, auf seinem Tisch einen ganzen Akt von Prozess- oder Verfahrensakten. Das so viel habe ich, das kann nicht alles erledigen. Habe ich gesagt, nicht, das sind alles Massenmörder, diese da liegen. Und dann bin ich böse geworden. Und habe mir gedacht, also das geht einfach nicht. Ich bin ins Justizministerium in Stuttgart gegangen. Dort habe ich glücklicherweise einen gefunden, der also ein bisschen Verständnis für diese Problematik hatte und habe erreicht, dass der Akt Burger ihm, dem Weber, abgenommen wurde, zu einem anderen Staatsanwalt gegeben wurde und der war dann ernster beschäftigt, aber die ernste Beschäftigung schaute auch eigenartig aus. Burger wurde dann verhaftet. Das war im Herbst 1958. Er lebte unter seinem Namen. Er lebte völlig unter seinem Namen, war angestellt bei den, wie heißen die Werke? In Zuffenhausen. Dort hat er dann auch ein gutes Leumundszeugnis bekommen. Ja. Hat ein großes, ein gutes Zeugnis bekommen, dass er sehr tüchtig und sehr gewissenhaft arbeitet. Das war er. Gewissenhaft hat er auch in Auschwitz gearbeitet. Da war im Prozess, im Frankfurter Auschwitz-Prozess, eine Aussage von Burger, als er gefragt wurde, also wie das Verfahren gegen ihn eingeleitet wurde, sagte er, bevor ich verhaftet worden bin, bekam ich einen Anruf von der Polizei, sind Sie der Herr Wilhelm Burger aus Auschwitz? Und wenn ich ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, hat Burger Frankfurt dann ausgesagt, wäre ich weggegangen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ich rede jetzt nicht über sein Gewissen, sondern nicht über die Vorgangsweise der Polizei. Es gab also ein Problem, das man verstehen muss und das ich sehr gespürt habe. Wenn ein Überlebender von Auschwitz als Zeuge
in ein fremdes Land kommt, in ein Land kommt, in dem die Sprache gesprochen wird, die seinen Mörder hatten, und im Gerichtssaal von einigen Verteidigern, nicht von allen, aber von einigen Verteidigern leider zu oft mit Fragen gequält wird, die offensichtlich den Zweck hatten, den Menschen zu diskreditieren. Und das spürte man. Manche Zeugen haben sich als Angeklagte gefühlt. Und die werden gegenübergestellt mit Leuten, die sie in SS-Uniform gekannt haben. Das ist eine Erfahrung, ein Erlebnis. Ich habe das bei vielen gespürt. Nachher haben sie ein Gespräch gesucht mit mir. Warum? Weil ich war Auschwitzer und mit mir kann man über Auschwitz reden. Und ich habe x-mal, ungezählte Male, diese Emotion zu spüren bekommen, die bei diesen Menschen wach wurde durch die Vernehmung und durch die Probleme, die damit verbunden waren. Das war für mich nicht einfach. Das war für mich nicht einfach, weil es eine ständige Wiederholung war. Und ich bin froh, dass es Deutsche gegeben hat. Es waren vier Frauen, die sich die ganze Zeit hindurch dieser Zeugen angenommen haben, menschlich angenommen haben. Nicht nur Hilfe gegeben haben, wo Hilfe notwendig war, sondern ein Gefühl gegeben haben, es gibt Leute, die Deutsch reden, Leute, die erwachsen waren, auch in der Nazizeit und keine Nazi sind. Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. Friedrich Hölderlin. Exemplarisch ist. Ich selber kann eigentlich nur sagen, dass das Bekenntnis zum Recht und auch das persönliche Engagement jedenfalls für mich das Entscheidende schien. Und ich möchte eigentlich wünschen, dass junge Menschen heute vielleicht denselben Traum von Recht besäßen, den ich einmal hatte. Und dass sie das Gefühl haben, dass das Leben einen Sinn hat, wenn man für Freiheit, Recht und Brüderlichkeit eintritt. Das geht nicht, indem man lediglich in der Konsumgesellschaft lebt, sondern ich möchte heiß wünschen, dass andere, das vielleicht von jener Generation der Weimarzeit und vielleicht auch aus dem Kampf gegen den Nazismus und auch aus dem Kampf nach 1945 übernehmen,
Und also nur der in die Freiheit und in das Leben erwirbt, der täglich sich dafür einsetzt. Ich glaube, das wäre nach meiner Meinung das, was ich wünschen möchte. Und den anderen Punkt, wo ich ihn also wirklich auch als organisierende politische Kraft gesehen habe, war, er hat ja nicht die Humanistische Union selbst gegründet, das hat Chesney, ein heute vergessener Publizist, getan. Aber zusammen mit Mitscherlich und war Fritz Bauer eigentlich der Organisator dieser Bürgerrechtsorganisation. Und er hat da sehr viel strukturiert und auch die Organisation dazu gebracht, was gegen die Notstandsgesetze zu unternehmen. Ich hatte da eine kleine Vorlage gemacht. Ich dachte, jetzt wird darüber diskutiert. Ich habe mich gewundert, das wurde innerhalb von 2 Minuten akzeptiert. Es wurde kein Wort geändert. Und so, da hat der Jürgen aber gut gemacht, fertig, aus. Und hinterher waren das eine Unterschriftsaktion für damalige Zeiten. Viele liberale Namen, sodass der damalige Innenminister Höchel sagte, das kann doch gar nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, dass die alle unterschrieben haben. So wurde man diffamiert und das gehört mit dazu. Und Bauer wusste das und er wusste genau, wie man dem auch begegnen kann. Und diese Form, dass er über Unterdrückte, für Schwache seine Hand gehalten hat, wenn er Vertrauen gefangen hat. Er hat vielleicht auch manchmal zu schnell Vertrauen Vorschuss gegeben, aber meistens hat es sich ausgelohnt. Weil er ein Herz hatte. Er hat ihm das Humane war für ihn ganz die eigentliche Triebkraft, um ein guter Jurist zu sein. Ich habe teilgenommen an einer Versammlung, die im März, das war 3 Monate vor seinem Tod, im März in Frankfurt stattgefunden hat, als die Zeitschrift Kritische Justiz gegründet wurde. Etwas Unerhörtes für die Zeit, dass das etwas Kritische Justiz heißt. Ja. Und das waren ja nur Hauptteil jüngere Leute, die sich an Bauer gewandt haben. Ja, wir waren damals, der eine Mitgründer war 28 Jahre alt, ein Referendar, ich war 26 Jahre alt. Wir hatten einige Texte auch von Bauer und von anderen an der Universität nicht gelehrten Personen, Sozialisten insbesondere, gelesen. Und dachten, wir müssten wieder anknüpfen an die kritische Rechtstradition der Weimarer Republik. Deswegen wollten wir uns kritische Justiz nennen. In der Weimarer Republik gab es schon eine Zeitschrift, die hieß Die Justiz. Mhm. Und das war der Verbindungspunkt. Und Fritz Bauer, ich weiß noch, wie er zu dieser Versammlung kam, sehr agil, lebendig, hoch engagiert. Er war froh, dass dieses Unternehmen zustande kommen konnte. Er hatte es auch vorher unterstützt. Er hatte gesagt, wenn ihr das nicht bezahlen könnt, wenn der Verlag das nicht gleich drucken kann, dann werden wir vielleicht sehen, dass wir das etwas billiger in einem Gefängnis in Hessen drucken. Ich bin dabei. Und er hat sofort also versucht, praktische Hilfe zu geben. Und in der Versammlung selber war er sehr aktiv. Er hat über den Titel eingehend diskutiert. Er schlug vor, der Titel ist zu akademisch. Kritische Justiz ist auch irgendwie sprachlich nicht korrekt. Hat er ja nicht ganz Unrecht. Und schlug dann den Titel vor, Kampf ums Recht. Das ist das Pathos auch der 20er Jahre und den Idealismus. Das ist seine ganze Bildungsgeschichte, sein Bildungshintergrund auch, nicht? Ja. Das ist Schiller sozusagen. Das ist Schiller, ein ganz ernst genommener Schiller. Ja, ganz ernst. Auch das Freiheitspathos, das Pathos der Freiheitsrechte, der Freiheitsrechte, der Menschenrechte. Ja. So ist es. Das wollte er damit ausdrücken, sozusagen, dass es nicht bloß kritisch ist, sondern auch etwas Positives, ein positives Ziel, diese Zeitschrift verfolgen solle. Und dann gab es eine längere Diskussion. Wir Jungen hielten uns da ziemlich zurück und sagten so gut wie nichts und waren aber mit diesem Titel, den Bauer vorschlug, nicht so einverstanden, weil er uns zu pathetisch vorkam. Zugestimmt hatte auch Abendroll, fand den Titel auch gut. Aber dann ergab die Diskussion, dass vielleicht dieser nüchterne, auch wenn auch sprachlich problematische Titel angenommen würde. Und Bauer war ohne weiteres einverstanden. Ihm kam es nicht darauf an, dass sein Titel durchkam, sondern dass die Zeitschrift gegründet wurde. Ja. Naja, das ist mir ja immer vor allen Dingen wichtig gewesen, zu begreifen, dass für ihn
die Demokratie eben wirklich etwas außerordentlich Wesentliches, Zentrales, ein zentrales Anliegen gewesen ist. Und nur das hat einem auch den Mut gegeben, sich so zu verhalten. Man konnte sich gar nicht undemokratisch ihm gegenüber verhalten. Nur das wurde nicht allgemein verstanden. Und er hat es auch nicht verstanden, dass die anderen das nicht verstanden haben. Das war vielleicht die Schwierigkeit, von der man da gesprochen hat. Vor langer Zeit ließ Fritz Bauer diesen Satz an einem Frankfurter Justizgebäude anbringen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Der praktisch tätige Mensch hält es mit dem Prinzip Hoffnung. Aber es könnte eine Lebenslüge sein, sagt Schopenhauer. Und Fritz Bauer fügt hinzu, auch wenn die Hoffnung tatsächlich eine Lebenslüge ist, ohne sie wäre Unmenschlichkeit in der Welt nicht zu überwinden. Er war ja nicht einsam, er hatte ja nahe Freunde und trotzdem hatte ich später unglaubliche Schuldgefühle, dass wir eigentlich ihn dort allein gelassen haben. Wir hatten viel zu viel Scheu, uns dem zu nähern, das hat man ja leider. Nicht statt, dass man mutig ist und den Menschen zeigt, ich bin bei dir, traut man sich nicht recht. Und ich glaube, wir haben ihn zu sehr allein gelassen, also das rechne ich mir böse an, dass wir nicht neben ihm gestanden haben und gesagt haben, wir wissen, was sich da abspielt. Genau gewusst haben wir es ja auch nicht. Man hat es ja auch erst später wirklich erfahren, wie schlimm das gewesen ist. Aber dass er gelitten hat, das haben wir schon gewusst. Er hat sich nicht beklagt. Er war eben wegen der Sensibilität auch ein sehr diskreter Mensch. Ja. Er hat ein einziges Mal gesagt, wenn ich mein Büro verlasse, befinde ich mich in feindlichem Ausland. Das hat mich damals sehr erschüttert, wie er das sagt. Das war die einzige Andeutung dessen, was in ihm vorgegangen ist damals. Sonst hat er sich nie darüber geäußert, mir gegenüber. Und es sagt schrecklich viel. Und das sagt viel, ja. Ja, er war auch schon einsam, das glaube ich schon. Ich habe ihn wohl kurz vor seinem Tode das letzte Mal gesehen. Die zweite Lesung der Notstandsgesetzgebung hatte gerade stattgefunden. Ich habe die beobachtet im Bundestag. Und dann gab es eine Veranstaltung der Humanistischen Union, wo er war. Es war, ich weiß nicht mehr, ob es da war oder vorher war. Es gab auch bei ihm Momente, wo er sagt, es ist alles hoffnungslos. Ich selbst war eigentlich der Ansicht, wir haben ungeheuer viel in der Notstandsgesetzgebung erreicht. Aber ich konnte das auch meinen Freunden damals nicht vermitteln. Aber diese Resignation bei Fritz Bauer, bei den Leuten, die aus der Emigration wieder zurückkamen, da war diese Notstandsgesetzgebung auch so ein Thema. Oder dass er sagte, ich komme jetzt nicht mehr an.
bei den jungen Leuten, vielleicht, weil er Generalstaatsanwalt war, dass man dann und SPD mitgeht, dass die Leute dann sagten, ja, also das ist doch die Staatspartei. Dass der Fritz Bauer gleichzeitig derjenige war, der also ein Buch geschrieben hat, Widerstand gegen die Staatsgewalt, wo das erste Mal in Deutschland jedenfalls massenwirksam von zivilem Ungehorsam die Rede ist. Das waren Wegweiser für die ganze Protestkultur, die ja in der Bundesrepublik sich entwickelt hat und die vielleicht ein Mann wie Fritz Bauer heute beflügeln würde, wenn er noch leben würde. Aber es war doch auch eine, musste sich manifest bedroht fühlen. Das nahm ja ungeheuer zu, die Bedrohungen, Verleumdungen, Telefonanrufe nach dem Auschwitz-Prozess. Also das war natürlich, das war, ich das, glaube, es gibt, niemand kann sich das vorstellen, auch welche Hetzkampagnen da waren. Und wie er dann als Judenschwein beschimpft wurde. Ja, ja. Also das ist furchtbar. Mit 64 starben 1968. Er ist nicht alt geworden. Das in einer Zeit, wo sehr viel in Bewegung geraten war in der Demokratie der Bundesrepublik. Ich glaube, er ist verbrannt an all dem, was er wollte und was er nicht erreichen konnte und an dem Hass, den er als zu früh gekommener erregt hat. Ich glaube, das hat ihn einfach derartig, doch er war ja ein sensibler Mensch. Er war kein Egoist, er hat es auch nicht so persönlich verletzt genommen, aber es hat ihn natürlich getroffen. Es hat ihn, haben ihn die Todesdrohungen und es hat ihn vielleicht dahinter doch stärker noch der Zustand einer Gesellschaft, aus der so etwas kommen kann. Er ist furchtbar noch der Schoß, aus dem das kroch. Also ich denke mir, dass er auch daran gelitten hat, dass diese Gesellschaft eben nicht so geworden war, was wir ja alle erwartet hatten. Wir hatten ja gedacht, nach 45, nun geht's los, nun machen wir etwas Neues und etwas Gutes. Und dann hat er begriffen, dass es noch lange nicht so weit war.